Prozessor Assembly. Ja, wir backen heute wieder schön unsere Prozessoren. So, und jetzt brauchen wir 4 Crafting CPUs. Da am besten. 1, 2, 3, 4. Haben wir. So, dann brauchen wir Pattern Provider. Oh, das wird teuer. Kosten sie denn? Ja, wir brauchen Conversion Matrix 2, einen Mi Advanced Prozessor und das Storage Cell und ein Crafting Table. Ja, okay. 4 Crafting Table machen wir dann schon mal. Rein da. Ruhe da oben. Was geht denn jetzt mit dem Wetter ab? Oh, sind das die Auswirkungen? War schon gestern so extrem. Ja. Haben wir etwa Faunkraft drauf? Auf einmal. Dass ich wüsste. Der Server hängt aber auch gerade allgemein ein bisschen nach, fällt mir auf. Ja. Soll ich mal das Wetter ausmachen? Ganz ehrlich, ich glaube, wenn Baker da was gegen hat, dann. Ne, mach einfach. Ist, glaube ich, besser gerade. Hast ein bisschen länger ausgemacht. So, das hat perfekt gereicht. 3, 4. Wir haben die Pattern Provider. So. Ich würde sagen, das automatische Crafting-System machen wir hier unten hin, oder? Oder? Ich wollte es eigentlich direkt dahinter machen. Dahinter? Ah. Oder wollen wir es direkt daneben machen? Hier. Könnten wir machen. Müssen wir die Lampe ein bisschen verschieben. Wieso? Wir können es auch einfach hier, wo die Gastanks sind. Ja, okay. Dann reißen wir die mal kurz ab. Stellen wir die mal hier auf. Gut, wir brauchen noch ME Containment Walls. Ich mache erstmal ein paar. Ich habe gerade 20 gemacht, das wird ja auf gar keinen Fall reichen. 4. Soll ich etwas mithelfen? Ach, ich habe nicht mehr so viele. Ich gehe zur Seite. Boah, mit 11 FPS aufnehmen, das ist eine Qual. Soll ich weiter bauen? Bau gerade schon weiter. Oh, ich habe jetzt auch schon welche. Was denn du? Ausreichend. Okay. Tun wir da mal rein. So. Zwei. Wir brauchen jetzt noch Heat Vents. Das sind Iron Bars. Boah, der Server hängt aber gerade richtig hinterher. Ja. Will schon sagen. Müssen wir mal mit Baker gleich reden. Oder ich meine mal ins Forum schreiben. Ja, sollten wir machen. Weil das ist nicht so atemberaubend. Und wir müssen neue ME-Kabel machen. Wieso? Wir haben keine mehr. Ich hab doch gerade noch welche gemacht. Ah, stimmt ja. Da sind sie. Ja, aber lass die nur gerade da drin. Weil wir die ja noch für die Heatfest. Da ist 12 Stück drin. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. So, mach mal hier schon mal die Events rein. Ich hab nochmal 8 reingetan. Ja, ich muss eh mal Iron Bars machen. Also soll ich die schnell machen? Ja.
Ich versuche es auch nochmal gerade. Ich habe für mich aber immer das falsche Rezept. Irgendwas ist gerade bei mir falsch. Was denn? Bin im Utility-Mode, aber kann cheaten. Oh ja, in der Server-Konsole wird aber nicht angezeigt, dass du cheatest. Ja, also ich konnte gerade Items rausnehmen, das war mir wegen. Oh. Ach, komisch. Hast du eigentlich auch gerade Lex oder liegt er nur bei mir? Nur bei dir, also ich nehme, ich laufe mit 30 FPS rum. War das Beste, aber. Für dich ist es ja normal. Ja. Okay, die Pattern Provider, die müssen jetzt einfach nur auf zwei Schichten eingehaut werden, ne? Ja. Die tun wir da mal so hin. Wie man es halt sieht, da kann man hier jetzt die. Die CPUs. Ja, ja, ich will nur gerade erklären. Hier sind jetzt die ganzen Lager für die Festplatten, für die Patterns mit den Rezepten. Und dann hier die Crafting-CPUs. Jetzt brauchen wir hier halt hier noch drei Heatvents. Drei. Ja. Die haben wir jetzt aber auch. Na. Boah, der Server hängt gerade richtig hinterher. Und die ME Container Assembler Chamber ist fertig. So, jetzt müssen wir nur Rechtsklick machen und wir können auf alle Pattern Provider zugreifen. So. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen einen ME Pattern Encoder. Der Pattern Encoder, wir brauchen dafür keine Verbindung zum. Der braucht keine Verbindung zum AE. Die hat er automatisch. Der braucht generell keine, weil da nur die Rezepte eingespeist werden. Wir brauchen eine Conversion Matrix. Und natürlich fehlt jetzt hier so ein Basic Prozessor. Mache ich einfach mal wieder was. 47 haben wir bei der Flager. Ah, geht ja. Ganz ehrlich, ich bin auch gerade überlegen, ob wir direkt danach nochmal Wireless gehen sollten. Können ja. Wir. Ja, dann gehen wir gleich auch nochmal Wireless. Was brauchst du jetzt noch? Die Basic? Ja, ich brauche eine Conversion Matrix. Sind drin. Gut. Eine Conversion Matrix haben wir. Nein, das war der falsche. Der ME Pattern Encoder. Knacken wir mal schön hier knackig rein, oder? Oder daneben oder davor? Einfach mal da in die Ecke, oder? Oh! Ah, ich höre ein Handy vibrieren. Hast du Glück gehabt. Ja. Pattern Encoder. Nein, das. Ich höre ein Handy vibrieren. Von Mechanism. Ja, meinte ich ja mit Glück gehabt. Ja. Könnte ja schlimmer ausgehen, ne? Ja, ich hab's gespürt. So, jetzt haben wir hier den Pattern Encoder. Wir können jetzt hier einfach ein Rezept nehmen, sagen wir mal hier, einen Certus-Quarz-Block. Können wir jetzt hier so einspeisen. Aber die müssen irgendwo noch gespeichert werden und dafür brauchen wir die. Dafür habe ich schon was vorbereitet. Hast du schon eine? Nein, ich habe nicht nur eine. Ah, also braver Junge. Wir brauchen hier diese Blank Patterns. Wir brauchen diese Blank Patterns. Danke. Ich zeige mal das Rezept. Die sind nicht wirklich teuer. 3 Iron, Glowstone, Certus und Glas. So, die tun wir hier oben rein. Ich wäre auch dafür, dass wir direkt als erstes schon mal abspeichern. Das ME Blank Pattern, dass wir die nachcraften. Dann klickt man einfach hier auf den Code. Haben wir. Kann man auch ganz einfach. Tun wir jetzt hier rein. Und man sieht das Rezept, was man da hat. Sagen wir jetzt mal, wir haben noch gar keine Blank Patterns drin. Mache ich mal eine. Und schau dann. Oh, die haben wir doch schon drin. Jetzt haben wir sie doppelt. Jetzt ist sie verloren. Eben nicht. Man muss hier einfach nur drauf gehen und Shift-Rechtsklick und wir haben sie wieder gelöscht. Das ist recht geil, muss man sagen. So. Dann speichern wir auch schon mal das Rezept für die Prozessoren ein. Das ist, glaube ich, recht sexy mal.
FluixDust wird öfters mal gebraucht. FluixCrystal. Und es füllt sich schon langsam. Was wird denn oft noch öfters gebraucht? Ja, eine Conversion Matrix. Encode. Was haben wir noch? Eine Storage Cell. Encode. Storage Block. Encode. Bin für Import- und Export-Passes. Ja, die kommen auch noch. Ein Storage Cluster haben wir jetzt auch. Und das Interface. Oh ja, ME Interface. Wo haben wir das? Da wollen wir uns ja heute eventuell auch noch dran wagen, ne? Ja, aber ruhig. Ganz ruhig. Reicht denn erstmal die Basic? Ja, die reichen. Ich mache jetzt erstmal das ME Interface. Basic Export. Basic Import. Die hauen wir dann mal dazu. Oh, da ist schon schön viel dabei. Oh, was noch ganz wichtig ist. ME-Kabel. Oh, ja. So. Da haben wir jetzt mal eine schöne Sammlung, ne? Ja. Also kann man erstmal so lassen. Gut. Wir wollen dann aber auch, wie schon eben noch gesagt, wollen wir auch schon mal direkt wireless gehen. Was heißt wireless? Ja, wireless heißt WLAN. Nee, der war scheiße. Der war verdammt scheiße. Bevor wir aber mit dem WLAN anfangen, brauchen wir auf jeden Fall noch einen Crafting-Monitor. Ah, das, ja. Der Crafting-Monitor, ja. Wo habe ich ihn jetzt? Da. Da fehlt jetzt ein E-Kabel, das ist gerade perfekt. Weil hier steht jetzt die ganzen Crafting-Items, die wir jetzt schon die Rezepte, die wir drin haben, können wir jetzt craften. Klick mal einfach mal drauf. Crafte er mir 64. Und er sollte loslegen. Wenn wir jetzt mal schauen, ME. Ah, da haben wir schon 66 ME-Kabel. Sehr schön. Und wir haben einen Crafting-Monitor. So, ich würde sagen, der pickt meinen Kopf mal zum Beispiel. Reicht das jetzt eigentlich so? Bin ich mir gerade nicht sicher. Jo, der hat eine Verbindung. Im Crafting-Monitor können wir die momentanen Rezepte sehen. Und falls mal was nicht funktioniert, steht es da auch drin. Genau, weil hier unten steht schon Missing Materials. Das, was fehlt, wird dann hier unten angezeigt. Und wenn wir sagen, das habe ich mich jetzt verklickt, können wir einfach hier Shift Linksklick machen und der Job, der Arbeitsauftrag wird abgebrochen. So. Das brauchen wir dann nicht mehr. Jetzt wollen wir aber mal zum Wireless gehen. Jetzt muss ich mal gerade suchen. Da, Wireless Access Point. Wir brauchen dafür einen Wireless Receiver. Dafür brauchen wir einen Stick. Das ist akzeptabel. Und eine Fluix-Perle. Dafür brauchen wir FluixDust und FluixCrystal. Beides 4. Gehen wir mal auf Craftable. Machen wir mal hier von 4. Und hier von 4. So, ich muss noch anschauen. Ja, hier steht jetzt auch gerade drin: Missing Material, Redstone. Gehen wir ihm da mal. So, Redstone rein. Jetzt sollte es sich eigentlich klären. Jo, der ist fertig. So, der Receiver. Die Perle. Da fehlt noch eine Enderperle. Die haben wir auch noch hier. Boah, das ist gerade für mich eine richtige Qual. Wieso? Das automatische Craften erleichtert dir doch alles. Nein, ich möchte mit den Lecks aufnehmen. Ach, das wirst du auch noch überstehen. Ja, ja. So, den Wireless Receiver haben wir. Und wo war jetzt der... Na, wo haben wir ihn? Bin ich jetzt blöd? Da. Könnte gut möglich sein. Ja, danke, ich dich auch. Wireless Access Point.
Der braucht, glaube ich, aber eine Verbindung zum AE, ne? Wireless Access Point. Ja. Weißt du was, ich stelle jetzt mal gerade diese Truhe um da mit deinem Teil. Nehme ich mal gerade die Diamond Dolly, die sich ja so gut dafür nicht abnutzt. Ja. Und mache ich mal hier das weg. Na. Und hat das erkannt, sollte eigentlich. Jawohl, da haben wir es. Ah ja, wie man jetzt auch hier gerade sieht, die Assembler Containment Wall sieht, wenn alles Mögliche von der Molecular Assembler Chamber. Wird auch erkannt und braucht Strom. Und dementsprechend ist jetzt auch hier mal die Energie ein bisschen höher. Wenn wir jetzt mal hier auf MJ gehen, der braucht schon 7,4 MJ pro Tick, hat aber noch 2000 MJ gespeichert, also das sollte eigentlich klappen, reichen. Läuft noch. Ja. So, jetzt ist hier noch im Wireless Receiver, blablabla, Wireless Teil hier, Access Point, so ein komisches Teil, so eine komische Karte. Diese Karte, das ist, wo haben wir denn hier? Der Wireless Booster. Den quaffen wir uns auch nochmal schnell. Der kommt da rein. Und wie hoch kann man den nochmal stacken? Den kann man stacken? Glaube schon. Okay, den kann man anscheinend stacken. Informieren wir uns nochmal und schauen dann hin. Und sagen euch in der nächsten Folge Bescheid. So, jetzt brauchen wir, da wir jetzt schon quasi Wireless für Wireless alles fertig haben. Wo ist es hier? Hier, so ein Wireless Access Terminal. Dafür brauchen wir eine Energy Cell. Machen wir gleich 8, machen wir für uns beide eins. Oh, danke. Ja, komm, ich denke auch immer an dich. 2 Energy Cells, 2 Access Terminals. Und noch 2 Fluix-Perlen. Na, davon 2. Und wie viel ist vom Fluix Dust? Ja, das reicht noch. Also noch 2 Enderperlen. Sollte man jetzt auch bei mir im Hintergrund ein paar Vögel hören? Heute ist so ein warmer Tag, da will ich jetzt nicht unbedingt mit geschlossenem Fenster spielen, also verzeiht es mir. Ach, dieses schöne Vogelgezwitscher ist doch schön und angenehm. Halt die Schnauze. Danke. So, die sind fertig. So, die müssen jetzt noch gelinkt werden. Einfach hier oben in den Controller. Der ist gelinkt. Und der ist gelinkt. So, die müssen jetzt halt auch aufgeladen werden. Gehen wir einfach mal hier an diese wunderschöne Cube und man sieht, es lädt, es lädt, es lädt! Nicht. Doch, das ist quasi gleich voll. Oh, okay. Eins ist voll, das ist in der falschen noch drin. So, und wir können jetzt zum Beispiel hier aufs ganze ME-System zugreifen. Halt die Items rausnehmen oder reintun. Ist recht hilfreich, finde ich, auf jeden Fall. Bloß Problem. Einziger Nachteil ist. Ja, hat nicht so eine hohe Reichweite. Ich glaube, hier drüben ist es schon wieder weg, oder? Jo, hier ist kein Signal. Also, wir müssen. Und deswegen werden wir unser Haus hier komplett ausbauen mit ME Access Points. Genau. Das heißt, mindestens auf jeder Etage ein Wireless Booster und alles. Also, wir wollen wirklich groß aufbauen. Und ich würde sagen, da er von den Herzen. Warte mal, du bist gerade von den Herzen im Rückzug. Egal, hier ist deinem. Schon mal. Scheiß Wecker. Scheiß Flimflam. Ich denke nur, hä? Welcher Wecker? Ach ja, Flimflam. Gott. Ich habe mich gerade so derbs erschreckt. Schön. Gut. Ja. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, was ich machen soll. Brauchst du noch gerade irgendetwas?
Ich würde dann mal mit der automatischen, mit dem ME-Interface anfangen. Wie viele brauchst du? Die Gregtech-Maschinen haben wir dann. Also ich würde sagen, dass wir für die Zentrifuge. Extraktor würde ich auf jeden Fall, Wiremill und Melter. Ja. Plate Bending Maschine Machen auf wir jeden erstmal. Fall. Sollen wir mal 7 machen? Ja. Gut, ME Interface, crafte er mir 7. Begin. ME 5, 6, 7. Bitteschön. Okay, dann Wiremill kriegt ein ME-Interface. Schauen wir uns das mal gerade an. Dann Man kann der hier, Lloyd-Smelter, oder? ja, erläutert mich auf jeden Fall. Man kann hier im ME-Interface die Export-Config, Items, bla 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 einstellen. Und hier unten können auch nochmal Patterns gemacht werden. Und ich schaue mal gerade nach, was brauchen wir am Alloy-Smelter öfters? Bronze. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Kommt drauf an, was du machen willst. Ich will jetzt mal hier so eine Pattern. Ist da noch eine drin? Ja. Und die Bronze. willst du dann da rein tun. Ja, ich will eigentlich. Ja, das geht. Das dürfte gehen. Ja, jetzt muss ich schon mal das Richtige finden. So. Dann machen wir das mal so. Sollte vorher auf Clear drücken. So, da ist jetzt auch eine wichtige Stelle. Der übernimmt halt die, auch die Items vom NDI, die da gerade angezeigt werden. Also würde es aus Thermal Expansion Kupfer, Rotary Craft Kupfer und Rotary Craft Nether Zinn Bronze machen. Wollen wir nicht. Klicken wir mal weg. Und jetzt machst du uns aus 3. Okay, dafür bin ich jetzt gerade irgendwie zu doof. Wieso denn? Jetzt, was da draus rauskommen soll, da musst du auch noch was reintun, das ist ein Produkt. Ah, dann bin ich einfach nur doof. So, so, so. Na. Und das da. Encode. Also. Wo ist der Smelter? Hier. Das Rezept dann da rein. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich nehme mal hier die Moldplatte aus. Aber warte mal, kann ich auch von hier machen? Ich Ne. kann jetzt schon hundertprozentig sagen, dass es nicht funktionieren wird. Warum? Wo ist es denn bitte schön angeschlossen? Verstehst, was ich meine? Du solltest gerade mal meinen Blick sehen. Ich sitze hier gerade so, willst du richtig mich, willst du, du willst mich doch jetzt echt verarschen, oder? Nee, wir haben vor der Folge noch drüber gesprochen, dass wir das machen wollen. Du bist hier schon alles am Aushöhlen, ich dachte, du verlegst das schon. Nee, ich bin nur alles am Wegmachen. Jut, er macht dann mal alles weg. Das ist dann wieder so ein typischer Fall von super Absprache. Ich war dabei, alles zu machen. Ja, Also, ja, es wäre jetzt ja. mein nächster Schritt gewesen. Ja, So. immerhin haben wir gleich ME komplett auf der ganzen Etage. Aber Achso. Erstmal wieder. weißt du, was ich dann vielleicht jetzt schon mal machen könnte? Was? Ich könnte mich dann schon mal hier mal neue Erze noch reinlegen. Jo. Machen wir noch ein bisschen Alu. Kann man immer gebrauchen. Alu, Alu. Und ich baue dann schon mal für Offscreen. Die Monsterfalle bauen wir jetzt dann schon nämlich Offscreen auf. Baue schon mal zwei Mob Grinder.
Und den Autospawner. Oh ja, mein Lieblingsgerät. Wir brauchen, wie gesagt, zwei Grinder. Ah ja, hier sind noch die Diamond Grinder von letzter Folge. Den Industrial Grinder habe ich noch nicht aufgebaut. Kommt aber noch. Wir brauchen ein Invert-Sword. Okay, Cracktech ist wieder scheiße. Mach ich jetzt mal hier die beiden Zahnräder. Die Zahnräder. Weil wir es ja haben und ich gerade faul bin, machen wir es so. Wir brauchen mal den Hammer, der kommt dahin. Und die Pfeile. Ja, Reset, 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 Reset. Das ist okay. Naja, fast schon. Na dann. Du bist ja gerade hier am Machen, ne? Du verlegst ja gerade das Kabel. Mach ich gerade. Ich merk's. Weißt du wieso? Was? Ah, okay. Genau das, was ich letztes Mal auch Baker gesagt hatte. Ach ja. Sorry. Ach. Ist ja nicht schlimm. Glaube ich dir. Zwei Inverse-Wards. Haben wir noch. Na komm schon, das war echt gut, ne? Ja. Haben wir noch Plastik-Sheets? Nein, müssen wir neu machen. Und wir brauchen neues Plastik. Also Rubber. Schmelze er das Rubber. Sorry schon mal dafür, ne? Wofür? Was gleich wieder kommt. Ach so, du machst wieder Resets. Oh ja. Ja, bei mir dauert das eh noch einen Moment. Hauptsache weißt du, dass ich einfach mal gestern Abend erfahren habe. Was? Bei uns war gestern Abend in der Stadt die Organmafia. Ist eine Organmafia? Ja, Organhandel. Sagt dir das nichts? Okay. Was geht? Falls es jetzt noch. Ich erkläre es nochmal für die. Organmafia ist, sind die Leute hauptsächlich. Bevor man jetzt mir Rassismus an den Kopf werfen würde, es ist so. Hauptsächlich rumänische Leute, die Menschen auf offener Straße wirklich in einen Van zerren und da betäuben und dann die Organe rausnehmen und die dann in anderen Ländern wie Rumänien halt günstig verkaufen. Für Leute, die halt Organschäden haben. Und solche Leute waren halt letzte Nacht bei uns. Und es ist wirklich auch zu zwei Fällen gekommen. Hat die Polizei wenigstens eingegriffen? Sagen wir so, die Polizei hat sie recht zu sich sogar geschnappt. Ach, ein Glück. Ja. Weil das ist echt schon heftig. Das ist echt. Das finde ich krank. Ja. Wie steht ihr eigentlich zum Thema? Na gut. Schreib's doch mal in die Kommentare, das würde mich echt gerne mal interessieren. Weil einerseits kann ich verstehen, es ist wirklich dafür da, dass Menschen geholfen wird, aber es kommen andere Menschen dafür zu Schaden. Jetzt mal im Ernst. Wäre sowas wie jetzt freiwilliges Organ spenden, sage ich nichts dagegen. Das ist ja doch eine super Tat dann von den Menschen, aber das ist kein freiwilliges Spenden. Und gezwungene Spenden. Eben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin eingetragener Organspender. Ich nicht. Ja, weil ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, weil ich ja auch am Roten Kreuz bin und alles. Und es kommt so selten zu den Fällen, dass nur das Organe gespendet werden. Wirklich halt nur beim kompletten Gehirntod, wenn die Organe noch intakt sind. Also viele Menschen sterben ja auch an Nierenversagen und so. Die Organe können dann halt nicht genommen werden, weil das Herz ist tot und versorgt die anderen Organe nicht und die sterben dann auch ab.
Beim Gehirntod ist es so, dass das Herz immer noch arbeitet und damit die anderen Organe auch noch am Leben gehalten werden. So, wir haben jetzt zwei Mobgrinder. Ich stelle es mal kurz auf. Zeige das Interface. Der braucht hier Energie. Man macht dann so eine Work und hat jetzt so eine Idle-Phase. Wenn er genug Energie hat, kommt die Work zum Einsatz und die Monster werden getötet. Und hier im Tank kommt diese flüssige Monster-Essenz, die man dann halt dann ganz einfach abpumpen kann. Das Lustige ist, es hat Auto-Extract. Also ja. Die Items werden automatisch weitergegeben, ohne dass er etwas machen muss. Und ganz ehrlich, mein Factory Reloaded ist einer meiner Lieblingsmods. Und das beweist es echt mal wieder. Ah, ich weiß noch nicht. So, wir brauchen jetzt aber noch einen Autospawner. Nicht ein Auto, ein Autospawner. Wo haben wir einen Auto-Enchanter, Jukebox, da, Spawner. Da brauchen wir nochmal Plastik-Sheets. Ja, Auto Eva, das wollte ich auch noch eintippen. Wollte ich schon immer mal machen. Ah, machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Ich habe gerade gedacht, was kommt denn da jetzt rausgekrochen? Hä? Ich habe dich gerade nur ganz kurz gesehen, wie du raus... Ja! Schlimm, ne? Ja, immer diese Crazies hier, ne? Reset, reset. Ach ja. Jo, schön, dass wir uns so gut absprechen, ne? Ja, tut mir leid. Ist ja nicht schlimm. Es ist alles deine Schuld. Standard. Oh, wir brauchen nur noch eine Netherwarze. Die haben wir auch hier irgendwo rumfliegen, das weiß ich. Ah, wo haben wir sie? Notfalls haben wir oben jede Menge. Kommt doch ein Reset, wenn ich die Kabel abbaue? Ich glaube schon. Warte. Natürlich war es in der letzten Truhe, die ich aufgemacht habe. Reset, reset, reset. Und den Autospawner. Den zeige ich dann auch nochmal gerade. Da kommt halt hier das Monster rein, in dem Fall halt unser Wither-Skelett. Wird hier Spawn Exact Copy gemacht, yes, weil Safari nennt sich drauf, dass es nur ein Skelett ist. Und in dem Fall würde halt nur ein normales Skelett spawnen. Wollen wir aber nicht. Hier wollt ihr halt was wirklich als Wither-Skelett. Also eine exakte Kopie von diesem Skelett. Dann braucht ihr halt... Ich glaube, das verbraucht sogar etwas mehr Energie. Ja, ist aber... Aber das gehe ich ein dafür, ja. dass wir das haben dann. Vor allem Wither-Skelette geben Kohle, Knochen auch noch. Ich glaube, Pfeile ja nicht, aber Steinschwerter glaube ich manchmal. Und worauf wir jetzt halt abgesehen haben, die Wither-Skelett-Köpfe. Ja. Der braucht dann halt nur Energie, hat wieder so eine Workphase, die ein bisschen länger ist, so eine Idle-Phase und auch einen Tank, wo die Mob-Essenz reinkommt. Die braucht er halt, um das Monster zu spawnen. Schau bitte jetzt mal ins AE. Ja. Und such mal nach Bronze. Ja, ich schreibe Bronze ein. So, dann schauen wir mal, ob es klappt. Arbeitet er? Nicht ganz. Wir kriegen Bronze! Also irgendwas ist da gerade schief gelaufen, oder? Wieso? Warte mal kurz, ich möchte es gern nochmal versuchen. Wir haben Bronze. Bronze. Kraft. 4 Stück, oder? Ja. Nee, 1. 1 reicht. Weil, es ist ja egal, ob du 1 oder 2 oder 3 oder 4 klickst, er craftet ja automatisch immer 4. Der kann ja nicht sagen, ja, ne, du kriegst aus 4 Bauern nur 1. Ja, es geht. Was hast du denn jetzt gedacht, warum es nicht klappt?
Ja, gerade war eben noch das eine. Da war noch ein Plastikball drin. Ja, den